Okay, dann setzen wir jetzt unser Vortragsprogramm fort. Auch mit einem sehr spannenden Thema. Wir haben ja beim TIA gerade gesehen, wie man so ein Produkt vom Scratch quasi entwickelt. Und was er natürlich da sehr stark gebraucht hat, waren natürlich auch CAD-Programme. Und wir haben jetzt Mikey Wakefield von Autodesk da. Er ist Fusion 360 Evangelist. Und er wird uns etwas erklären über Fusion 360. Das ist ein ganz innovatives Programm, mit dem man 3D-CAD, CAE und CAM machen kann. Das ist sehr komplexe Themen, die er uns hoffentlich jetzt erklären wird. Viele Buchstaben. Genau. Und das Tolle ist an diesem Programm, dass das alles vereint, vom Design zur Konstruktion bis hin zur Simulation. Und um das noch zu toppen, das ganz Tolle daran ist, dass es für Studenten, Startups, Maker kostenlos ist. Und das ist natürlich extrem ungewöhnlich für so ein potentes und Programm, das so viel kann. Da freuen wir uns jetzt sehr, darüber was zu erfahren. Danke, danke. Ja, wie eben gesagt, ich bin Mikey Wakefield, bin von der Firma Autodesk. Mein Titel ist Fusion Evangelist, was so viel heißt, ich denke durch die Weltgeschichte und erzähle allen, wie gut und wie toll Fusion ist. Fusion ist eine neue cloud-basierte CAD-Software von der Firma Autodesk. Und man kann sich natürlich fragen, warum tut sich das Autodesk an? Wir haben ja Desktop-basierten Softwares. Viele kennen AutoCAD oder Inventor oder Revit oder andere Softwares und die funktionieren. Wir sind damit nicht unerfolgreich. Warum bauen wir überhaupt ein neues maschinenbaubasiertes CAD-Software für die Cloud? Auch dann, wenn besonders in Deutschland nicht jeder so richtig überzeugt ist von der Cloud noch. Ja, und die Frage ist berechtigt. Ich hoffe, ich kann im Laufe meiner Präsentation ein paar Antworten darauf geben. Aber es ist definitiv für uns der Software der Zukunft. Es ist unser Zugpferd für die nächsten 10 bis 15 Jahren. Das ist kein Mini-Software. Diese Software ist für Sie kostenlos. Und das ist keine abgespeckte Variante oder so. Das ist die Vollversion. Das ist die gleiche Version, die große Unternehmen kaufen müssen. Und die Idee dahinter ist ganz klar, es ist eine Kampfansage. Wir wollen unser Platz in dem Markt erobern. Und Makers, hey Leute, wir wissen es ganz genau, wenn sie es bezahlen müssten, dann würden sie es eh nur hacken, nur cracken. Ja? Und daher sind wir das einfach aus dem Weg gegangen. Jeder, der damit arbeiten will, ist willkommen. Wir freuen uns über die Community und ich baue dieses Community auf, insbesondere zusammen mit der Phil hier in der Makerspace München und in anderen Makerspaces und Fablabs in ganz Deutschland und tatsächlich auch in der ganzen Welt. Das heißt, egal wo Sie sich befinden, können Sie diese Software bekommen, kostenlos, und in Plätzen wie der Makerspace kriegen Sie auch kostenlose Schulungen oder günstige Schulungen dafür und Sie können binnen kürzester Zeit ein Profi werden in Design und CRM. Also, Fusion 360, das ist die Propaganda. Warum machen wir das alles? Die Firmenpropaganda schaut so aus, dass heute ist der Entwicklungsprozess wesentlich anders als vorhin. Man sieht es auch hier draußen in der Halle. Ja? Viele dieser kleinen Firmen, 2-3-Mann-Unternehmen, konkurrieren mit namhaften Unternehmen. In die Vergangenheit, diese Unternehmen, die haben diesen Prozess unten gehabt, das war linear, die haben eine Idee gehabt. Sie haben das an ihre Designabteilungen geschickt, sie haben eine Design gemacht, sie haben dann riesige Fertigungsstraßen gebaut und Facilities überall verstreut auf der ganzen Welt, um die ganzen Material zu sourcen. Dann haben sie das verkauft und dann haben sie es irgendwann mal in die Tonne gedrückt und dann haben sie das ganze Prozess wieder gemacht. Sie waren sicher. Heute kann jeder hier rausgehen und einen 3D-Drucker kaufen, einen Lasercutter kaufen, ein paar Teile aus China bestellen und sowas. Und in kürzester Zeit können Sie eine Idee auf den Markt bringen, was konkurrenzfähig ist. Das ist euer Vorteil, ihr lebt das hier, deswegen seid ihr hier auf der Make Munich. Aber für die Unternehmen da draußen ist es ein Riesenproblem, weil ihr Vorteil durch die Fertigungskompetenzen, die sie hatten in der Vergangenheit, das ist weg. Und diese Firmen wollen unbedingt ihre Innovationskraft steigern. Daher verwenden sie eine Methodik, Agile Development. Das kam aus der Softwareindustrie. Heute ist es auch in Hardware unterwegs. Und Fusion ist für diese neue Welt gebaut. Für weltweit verstreute Teams. Es beinhaltet alle Aspekte Design und Produktion. Es ist nicht nur CAD, es kann auch die Fertigung und auch alles dahinter. Und wir wollen diese platzieren, auch bei Großunternehmen. Aber für Sie ist es heute kostenlos. Und wir hoffen, dass Sie werden es nutzen. Andere haben es auch schon getan. Wir haben einige erfolgreichen Startups auch hier in München geholfen. Agrolution, die Jungs sitzen draußen in Freiham.
Die haben ein kleines Kühlschrank-ähnliches Gerät mit Fusion gemacht, wo man seine eigene Grünzeug wachsen lassen kann. Ja, Grünzeug. Das sind wirklich die vegane Kampfaktion. Ich habe gefragt, ob die Leute da drin Cannabis wachsen lassen. Die haben gesagt, nee, daran haben wir nicht gedacht. Aber ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Das ist eine Firma, das haben sie alles mit Fusion gemacht. Auch die Bilder, die Sie hier sehen, sind in Fusion gerendert. Das nächste, Breeze. Ein Hamburger Unternehmen, die machen so kleine IoT-Luftsensoren. Dieser Produkt wurde auch in Fusion konzipiert und auch hier die Renderings, die Sie sehen, sind mit Fusion gemacht. Auch erfolgreich. Nach dem ersten Kickstarter-Kampagne. Der Lamir Turbalon, das ist der erste 3D gedruckte Turbalon. Das ist dieser komplexe Schweizer Uhrmechanismus, das man immer gerne sieht in so einer teuren Rolex-Uhr und so weiter. Der hat das gemacht mit Fusion und 3D gedruckt und das Ding funktioniert. Ich wollte nur nicht die Datei hochskalieren mit der ganzen Video. Weiter, auch aus Hamburg, die Firma Floatility mit ihren E-Floater. Das ist ein Elektroscooter, das Ding fährt, es schaut ganz schön schick aus und es läuft jetzt schon in Singapur, kommt demnächst in Wien und in Zürich. Ganz ehrlich, wir leiden darunter in Deutschland, dass dieses Ding müsste eigentlich eine Straßenzulassung haben, das heißt Nummernschild und all dem, sonst wäre er schon längst in Deutschland. Das Ding ist schon in die Serienproduktion gegangen und die sind damit erfolgreich unterwegs. Auch dieses Bild, das Modell und die ganzen Fertigungen wurde mit Fusion gemacht. Ich will das alles nur zeigen, um euch zu überzeugen, das ist kein Spielzeug. Das ist ein echtes CAD-Software auf höchstem Niveau und auch Sie können damit arbeiten. Nächstes. New Wheel. Auch ein Hamburger Unternehmen, die haben so einen Anhänger gemacht mit einem elektrisch betriebenen Anhänger. Auch dieses Produkt ist in der Kleinserie gegangen. Sie hoffen dadurch, dass sie können die Transportwege innerhalb des innerstädtischen Bereichs verbessern. Einer der besten und der größten Produkten, also Projekten, in dem ich involviert war, war die Denise Schindler. Die Denise Schindler ist ein Paracyclist. Ihr fehlt das rechte Unterbein. Sie hat einen Unfall gehabt, als sie klein war, 2 Jahre alt. Und sie radelt auf höchstem Niveau, hat schon in London die Silbermedaille gewonnen und hat in Rio der Bronze und der Silber geholt, war unterwegs, ein Gold zu gewinnen, wurde aber disqualifiziert, aber das fand ich ganz schön unfair. Aber auf jeden Fall, ich habe mit ihr zusammen eine Prothese gebaut, der erste, soweit wir wissen, der erste 3D gedrückte Sportprothese der Welt. Diese war schon 2 Kilo leichter als ihr altes. Und ihr altes war schon vorher schon gut und sie hat stets mit denen hier Bestzeiten hingelegt. Und das Beste ist, nachdem sie das alles gemacht hat, dürfte ich am selben Tag die Angela Merkel und der Barack Obama treffen. Ja, das steht aus, wem ich besser fand. Aber egal. Auf jeden Fall, das sind so einige die Sachen, die ich damit machen kann. Und ich hoffe, ich kann das hier abspielen lassen. Ja, genau. Ich habe mir einfach ein schnelles Video vorbereitet, dass Sie das auch sehen können, was das ist. Ich habe mir gedacht, was kann ich hier so machen, um ein bisschen zu zeigen, was Fusion so kann. Das ist hier eine Lampe. Eine Lampe, die ich mit einem Lasercutter mache. Das heißt, ich habe auf der einen Seite der Design, ich möchte halt der Form dieser Lampe machen. Fusion erlaubt es mir, organische Formen zu machen, weil wir beinhalten eine Designumgebung, eine Freeform Surfacing Umgebung dabei. Und in diesem Software bin ich in der Lage, schöne, weiche, organische Formen zu erstellen. Ähnlich, was Sie sehen vielleicht in Rhino oder Alias oder andere Design Softwares. Das kann Fusion auch, das können Sie erlernen. Wenn Sie ein Maschinenbauer sind, wird diese Vorgehensweise vielleicht für Sie fremd sein. Aber wenn Sie ein Designer sind, der mit Cinema 4D oder andere Software sind, das wird Ihnen schon vertraut vorkommen. Ich habe als erstes einfach meine Form gestaltet und dann habe ich mir gedacht, ich muss mal irgendwie so kleine Lamellen machen, die ich dann mit meiner Lasercutter ausschneiden kann. Das habe ich dann in eine ganz normale maschinenbauorientierte Skizze gemacht. Ich habe einige Skizze gemacht und jetzt mache ich meine Körper. Ich mache einen Körper nach dem anderen und das Lamelle gibt mir der Form weiter und dann habe ich oben das Teil, was das Glühbirne halten soll. Und dann muss ich nur schauen, dass die Teile miteinander passen. Das heißt, ich schneide das eine Hälfte von der anderen ab und ich habe dann so eine Steckverbindung. Ja? Es geht relativ schnell, besonders wenn man ein Video 200%
von der normalen Geschwindigkeit macht und auch hier und da was ausschneidet. Ich bin auch nicht der perfekte Klicker, aber jeder kann das. Ich gebe Kurse in der Makerspace genau für sowas jederzeit. Da können Sie auch mitmachen und eine Lampe von fragwürdiger Stil bin nach Hause nehmen. Also, hier arbeite ich auf diese Steckverbindung, indem ich einfach die Flächen anpacke und ziehe. Und je nachdem, wie ich das mache, kommen die Sachen dann zusammen. Und ich bin dann nach einige Schritte in der Lage, das Ganze zu mustern. Ich ändere ein paar Parameter, wie zum Beispiel der Wandstärke oder der Stärke meines Materials, 3 mm dickes MDF. Und dann kann ich das Ganze mustern. In 0,nix habe ich eine Lampe, die so ausschaut und auch funktionell geht. Jetzt, das ist CAD. Das ist ganz normal und ganz easy. Das kann ja jeder. Ja? Sie kriegen auch andere Softwares kostenlos, die so sind, nicht so gut wie Fusion, aber die funktionieren. Darüber hinaus beinhaltet Fusion Simulation, Foto-Rendering, Data-Management, Kollaboration und all dem. Unter anderem hier auch ein CRM-Tool. CRM ist das, was man braucht, um eine CNC-Maschine zu benutzen. Und in dem Fall habe ich das CRM verwendet, um eine Lasercutter zu steuern. Eine Lasercutter ist nichts anderes als ein ganz einfaches CNC-Maschine. Und da habe ich gedacht, ich kann dieses Beispiel verwenden, um das zu zeigen, wie das dann so funktionieren würde. Ich nehme die Teile, ich bewege die alle hin, sodass ich die auf eine Platte habe. Weil natürlich ein Lasercutter ist normalerweise ein Blatt von MDF oder Pappe oder sonst was. Und ich will sie alle in einem Blatt haben, weil der Maschine soll sie dann rausschneiden. Das dauert ein bisschen und dann kann ich sie alle organisiert haben. Ja? Und als nächstes sage ich der Maschine, okay, wo ist das Material, was ich schneiden will? Das macht Fusion automatisch. Ich muss nur ein paar Sachen hingeben. Wo ist mein Nullpunkt? Und hier war ich unschlüssig, deswegen dauert es so ewig lang. Auch ich muss manchmal ein bisschen kürzer treten und überlegen, wo will ich meinen Nullpunkt haben? Geht das Ding in die Maschine so? Oder geht es andersrum so? Oder andersrum und so weiter? Und irgendwann einmal habe ich mich entschieden für diesen Punkt oben. Das heißt, ich schiebe mein Material, das Rohmaterial, einfach oben links in die Maschine ein. Und dann kann ich, nachdem das alles definiert worden ist, und das geht hier für ein Blatt MDF, aber es geht genauso für ein Stück Aluminium oder sonst was, die ich mit einer CNC-Fräse fräsen will, dann kann ich sagen, okay, nachdem ich das habe, bitte Fusion, sag mir, wie eine Maschine abfahren muss, um das jetzt rauszuschneiden. Ja, das geht dann, indem ich hier sage, bitte Fusion, gib mir all diese Konturen. Ich warte so lange, bis es soweit ist. Hätte ich besser schneiden können, denke ich. Und ich sage der Maschine als nächstes, hey, look, ich brauche hier einen Lasercutter. Bei dem Makerspace ist es so, ich habe als Werkzeug einen Lasercutter und dieser Lasercutter, der hat eine 0,1, bei dem Makerspace 0,1 mm breite Schnittfläche. Das ist wichtig, weil wenn der Laser fährt, da vaporisiert er ein kleines Stück von diesem Material. Das ist wichtig später und ein Vorteil von CAM. Ich gehe da hier rein und sage das System, ich nutze dieses Werkzeug und ich habe eine ganze Bibliothek voller Werkzeuge. Und das System rechnet mir sogar auch die Bahnen aus und berücksichtigt die Tatsache, dass diese Schnittbreite muss berücksichtigt werden. Wäre ich nur an die Kante gegangen mit meiner CAM, hätte ich die Teile etwas kleiner geschnitten als modelliert. Und daher ist das Vorteil eines CRM-Tools zu verwenden. Und dann kann man hier die Simulation machen und ich kann sehen, genau was hier läuft. Hier ist es ganz einfach. Alles in 2 Dimensionen, nur ein Lasercutter, schaut ja ganz schick aus. Es geht aber auch in 3 Dimensionen. Bis zu 5 Achsen können wir im Fusion machen. Und es ist kostenlos mit dabei für jeden dabei. Ja? Wenn ich mit meiner Simulation fertig bin und finde das gut, dann kann ich das rausschreiben, weil das ist natürlich alles erstmals in meinem Rechner. Mein Rechner hat es rausgerechnet, aber ich muss dieses Programm an meine Lasercutter-CNC-Maschine schicken. Die Frage ist, wie tue ich das? Jede Maschine hat seine eigene Sprache, ja, und die sind alle unterschiedlich. Ich sage meinen Fusion, hey, ich habe hier einen Lasercutter von der Firma also Universal Lasers bei Makerspace. Und dann habe ich einen sogenannten Post-Processor.
Wir haben eine Online-Bibliothek mit über 800 Post-Processor. Jede erdenkliche Maschine ist dabei. Sie suchen diese aus und dieses Programm wird in der Sprache ausgeschrieben für eure Maschine. Und das Beste ist, wir halten diese Post-Processors im Form. Jedes Mal, wenn es ein Problem gibt, updaten wir die. Und daher, dass das Ganze in der Cloud ist, stimmt das immer und die sind immer aktuell. Diese Post-Processor steuert die Maschine und Sie kriegen die Teile raus, die Sie gebraucht haben. Ja? Wie finden Sie das? Ist das okay? Ich weiß nicht, Leute, ich stehe hier vorne und manchmal ist es ein Ozean von so. Man kriegt ja nicht so viel mit, ja, Licht und so. Also, das war schon eigentlich für das ganze Firmenpropaganda. Ich hoffe, Sie haben was gesehen. Ich hoffe, Sie sind inspiriert, selber etwas auszuprobieren. Sie können ja jederzeit diese Software downloaden. Sie müssen ja nichts Großartiges erinnern. Sie müssen nur Autodesk Fusion 360. Sie können tatsächlich wahrscheinlich auch Mickey Wakefield einfach suchen und da würden Sie auch Autodesk Fusion 360 finden. Der erste Hit, der erste Result bringt Ihnen auf die Webseite, wo Sie mitten auf der Bildschirmfläche eine große orangene Button sehen, Download Now. Erstaunlicherweise finden manche Leute diese Button nicht. Der nimmt ungefähr ein Drittel der Bildschirmfläche ein. Egal, ich muss es nicht verstehen, es ist einfach so. Laden Sie es runter. Als nächster Schritt gehen Sie hier hinten zu der Makerspace Booth von der Makerspace München, ist hier direkt vorne an der Ecke. Da können Sie einen Coupon holen für ein Sonderangebot. Sie können mit einem Monatsmitgliedschaft einen Kurs machen. Und Sie sind dann in der Lage, auch einige Kurse zu machen mit Fusion. Das heißt, wenn Sie das nicht selber erlernen wollen, über YouTube und dergleichen, sind Sie in der Lage, das bei Makerspace zu machen. Und das Beste ist, bei der Makerspace sind Sie in der Lage, auch die Maschinen zu nutzen, wo diese Software richtig erlebt werden kann. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch auf der Make Munich. Falls es Fragen gibt, stellen Sie sie jetzt. Ja. Okay. Nee, ich komme mit dem Mikro. Ganz oben bleiben. Kann Autodesk Fusion Blechabwicklungen berechnen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir können heute kein Blech in der offiziellen Version, weil wir haben in der Preview seit 6 Monaten ausgewählte Leute haben das Blechmodul freigeschaltet bekommen. Ich zum Beispiel. Und ich arbeite damit. Ich sage mal, momentan ist es super. Und meiner Information nach soll es in den nächsten paar Wochen freigeschaltet werden für die Masse. Dadurch, dass Fusion 360 ein cloudbasiertes Software ist, jedes Mal, wenn Sie es hochfahren, macht es halt der Phone Home und checkt, bin ich der aktuellste Version? Und wenn nicht, dann wird in der Hintergrund der aktuellste Version runtergeladen. Das heißt, alle 6 Wochen gibt es ein Major Release. Und zum Beispiel Blech wäre ein Major Release. Und jede Woche gibt es einen Hotfix. Das heißt, wir haben ein wahnsinnig schnelles Entwicklungszyklus momentan, weil Fusion eben neu ist und wir müssen schauen, dass die Funktionalität schnell auf Höchstniveau kommt. Wir sind schon sehr gut, aber Blech ist beispielsweise ein Bereich, wo wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben. Aber ich schätze mal, in ein paar Wochen haben wir es dann. Ist es gut? Klasse. Weitere Fragen? Ja. Kann ich mit Fusion fertige STL-Dateien importieren und diese verändern? Ja, und genau zu diesen Themen vor 2 Wochen habe ich ein Webinar gemacht. Und es steht auf YouTube, können Sie anschauen. Die STL-Dateien kommen rein. Es gibt tatsächlich, und deswegen habe ich ein Webinar darüber gemacht, je nachdem, was Sie machen wollen mit der STL und wie diese STL ausschaut und wo er herkommt, gibt es bis 5 verschiedene Vorgehensweisen in Fusion, wie Sie diese STL bearbeiten können. Deswegen habe ich ein Tips and Tricks Webinar darüber gemacht auf meinem YouTube-Channel. Gibt es da Grenzen von der Komplexität her, wenn eine STL-Datei zu komplex ist? Ja gut, irgendwann, also Komplexität bei STL ist relativ einfach. Das ist die Anzahl von Facetten, die da drauf sind. Und Fusion hat an und für sich kein Limit. Das Problem ist,
wenn die zu fein sind, wenn die Meshes zu fein sind, da geht jeder Rechner in die Knie und Sie können dann noch so einen schönen Rechner haben. Deswegen, auch in dem Webinar zu sehen, ich empfehle, es gibt die Möglichkeit in Fusion direkt die STLs zu bearbeiten und die Komplexität zu reduzieren. Aber es gibt auch eine andere kostenlose Autodesk Software, Autodesk Remake. Und Autodesk Remake zusammen mit Fusion ist das Beste. Schauen Sie das Webinar an. Weitere Fragen? Okay, da hinten war noch eine Frage, ja. Ah, guten Tag. Wenn ich jetzt mein Bauteil fertig habe und ich will es im Laserdrucker ausdrucken, dann lege ich das ja erstmal in diesem CRM auf meine Fläche drauf. Gibt es dann da Algorithmen, wo ich mir berechnen lassen kann, wie die Teile liegen müssen, um möglichst viel Material zu sparen? Richtig. Diese Funktion heißt in der Industrie Nesting. Nesting, weil ja, soll alles möglich zusammengebaut. Wir haben intern bei Fusion keine automatische Nesting-Routine heute. Das wird eines Tages kommen, weil auch in der Industrie, Sie können sich vorstellen, wenn BMW beispielsweise einen Haufen Blechteile macht, da geht es um die Ersparnisse von minimalsten Materialmengen. Also wir brauchen das, ganz klar. Aber bereits heute, Fusion 360 hat natürlich auch ein umfangreiches API und Software Development Kit. Und es gibt bereits einige Zusatzapplikationen, nicht geschrieben von Autodesk, sondern von Anwendern, die frei verfügbar sind, die eine vereinfachte Nesting machen. Beispielsweise, es gibt Nesting und dann gibt es auch Nesting. Also es gibt ja einfache Routinen und komplexere. Wir haben momentan eher einfachere. Und eines Tages kommt dann das Große. Und vielleicht, wenn Sie wollen, sind Sie der nächste Mann, der eine bessere Nesting-Routine macht. Selbstverständlich. Ja. Da ist richtig Kohle drin. Beispielsweise eine hochprofessionelle Nesting-Routine, der in die Industrie eingesetzt wird, der kostet pro Arbeitsplatz zwischen 15.000 und 35.000 Euro. Pro Arbeitsplatz. Ja, also das ist natürlich eine Sache, weil es geht ja nicht nur um Metall, manchmal gibt es um Faserverbundwerkstoffe, da muss man nicht nur die Zusammenhänge von die Teile berücksichtigen, sondern auch Lagen, Orientierung und solches Zeug. Ja, genau. Das ist ein Riesengeschäft. Viel Glück. Okay, reden Sie mit mir. Okay, weitere Fragen? Ich mache erst einen. Sie haben Fusion ja für insbesondere auch für Maker jetzt angepriesen. Gibt es da zum Beispiel auch eine Datenbank freigegebener Modelle, die ich dann selber wieder importieren kann und auf denen dann weiterarbeiten kann? Meinen Sie, gibt es dann Datenbank, also Modelle in einer Datenbank, die man einfach nutzen kann? Richtig, genau. Dass ich das, was wer andere schon gemacht hat, weiter nutzen kann. Momentan haben wir das nicht, wobei der Software es hergibt, weil die Daten werden gespeichert auf einem zentralen Server im Web, natürlich. Wir könnten das rein theoretisch überlegen. Beispielsweise, es gibt bei jeder Fusion-Installation Standard-Tutorial-Teile, die jeder haben kann und wir könnten das mal ausbauen. Momentan steht es nicht auf die Prio-Liste. Die gute Nachricht ist, dadurch, dass wir die Rechnerleistung in der Cloud haben, wir können bereits heute über 70 verschiedene Dateiformaten einlesen und konvertieren. Das heißt, was tue ich? Ich gehe mal in Thingiverse oder in GrabCAD oder sonst wo und es ist mir egal, welche Dateiformaten das sind. Ich kann sie alle nutzen. Mache ich auch tagtäglich, ja. Aber die Idee ist eine gute. Übrigens, wenn Sie zusammen in Teams arbeiten, und das empfehle ich ja auch, Sie können natürlich Ihre Dateien freigeben, sodass zum Beispiel mein Kollege, ich habe einen Kollegen namens Yuji in Japan, wir arbeiten gemeinsam heute auf ein Roboterprogramm. Der Yuji und ich, wir benutzen dieselben Daten, wir schicken nichts per E-Mail hin und her, wir haben dieselben Datenstore, das liegt alles in der Cloud bei Fusion 360. Weitere Fragen? Ja, könnten Sie was dazu sagen zu einer webbasierten Entwicklung von Fusion 360, sodass zum Beispiel auch Linux-Nutzer in den Genuss kommen können? Ich habe noch nie von Linux gehört.
nie, was ist das? Nee, momentan, ist richtig, die Software, also wir tun eigentlich schon gut. Wir sind bei Windows dabei und auch bei macOS. Also Fusion gibt's für beides. Tatsächlich für Linux gibt's nichts. Und ganz ehrlich, es ist hoffnungslos. Linux wird bei uns nicht kommen. Wir sind schon überstrapaziert dadurch, dass wir zwei verschiedene Betriebssysteme heute machen müssen. Weil im Grunde genommen, es sind zwei verschiedene Entwicklungsteams. Daher brauchen wir dringend eine webbasierte Version, eine Zero-Installation-Version, der überall läuft, weil es liegt nicht nur an Linux. Wir haben Windows, wir haben macOS, wir haben Linux. Wenn Sie nach Fernost gehen, dann läuft ja jeder rum mit einer Android-Laptop rum und so weiter und es wird nicht besser. Also uns ist das Problem bekannt und ich kann nur Folgendes sagen, wir arbeiten schon sehr lange drauf, aber das Problem ist nicht so ganz easy, das kann noch ein bisschen dauern. Hat bei uns aber ziemlich hohe Priorität, ganz klar. Okay, also ein, zwei Fragen hätten wir noch Platz. Sonst gibt es natürlich da auch einen Stand dazu. Genau, ich bin ja da und auch der Phil kann jede technische Frage zur Fusion 360 beantworten. Das ist ein Top-Mann, top. Okay. Stell Fragen an ihn. Jetzt. Wird jetzt überrannt. Dankeschön. Also, vielen herzlichen Dank.